Ja, da ist die neue Kampfdrohne. Geil, lieben wir. Guckt es euch an. Wo sind diese ganzen Kinderlobbys? Sehr, sehr gute Laune. Nein, der klaut mir mein... Und damit ein wunderschönes zusammen. Was geht? Mein Name ist Paddy Eve und wir gehen heute rein in COD und wir testen einfach mal ein paar Ründchen, wie es ist in der Beta mit dem neuen Hardcore-SBM-System und als PCler gegen höchstwahrscheinlich Consoleros, denn es gibt weiterhin Crossplay, was man als PCler nicht deaktivieren kann. Ja, ihr habt es, glaube ich, schon gesehen zum Teil, aber abwarten. Ich habe sehr, sehr gute Laune. Ich bin gespannt. Und es geht los und wir fangen direkt an mit Herrschaft. GG. Wow! Yes, Sir! Jawohl, Baby! Ja! Yeah. Oh, geil! I love it! Ne, 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 my Shirona! Ah, verdammt. Ja, egal, wir haben gut angefangen. Wir haben die Runde gestartet, 3 Kills gemacht, ist in Ordnung. Ah. Okay, ein Assist. Vollkommen in Ordnung, haben schon, Baby. Gib's mir ganz egal wo, du Hund. Alles klar, wie gesagt, SBMM kickt hier gut rein. Glaube ich. Abwarten, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schwitzerig. Man muss hier schwitzen. Also ich muss zumindest schwitzen. Ach komm schon! Feindlicher Bravo. Feindlicher Bravo, du bist da oben und ich schieß drauf und es passiert gar nichts. Junge, wohl! Da, du Hund! Oh, das gibt's doch nicht. Ey, du killst einen, der andere kommt direkt nach. Ich meine, okay, wir spielen auf Rust. Ist okay. Wir testen es gerade auf Rust, mal gucken, was noch passiert. So, zack, rein. Ach, komm, schon wieder, Mann. Egal, nicht unterkriegen lassen. Ne, 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 ne. Ja, ja, ja. So, Herrschaft, wir spielen Herrschaft. Es ist kein Damage. Wichtig. Das heißt, die Leute müssen Flaggen einnehmen und nicht rumschießen oder sich auf Kills konzentrieren. Nein, nein, nein. So, den hole ich jetzt, den Hund. Der ist da drin. Ah, oh, von der anderen. Baum. Egal. Das Spiel, ey. Du bist so am Sweatern, ne? Du bist so am Sweatern. Wichtig, ganz kurz für die Leute, die jetzt meckern wollen. Meine Maus ist auch sehr langsam eingestellt. Und ich habe kein M-Assist. Das heißt, ich kann nicht anvisieren und es geht direkt drauf. Ich muss schießen. Mann! Das tut so weh, ne? Wo sind die besagten SBMM-Runden, dass du gegen Loser spielst? Wo? Bruder, ich schwitze doch mal neben hier gerade. Ist doch gar nicht. Ja, ja, stimmt! Vendetta, Vendetta! Aua, aua, aua! Boah! Junge, Alter, mein Leben, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss wegrennen, ich muss wegrennen. Oh, ich will wegrennen und von hinten kommt auch wieder. Also eins kann ich sagen, das Game ist so verschwitzt geworden. Das ist wirklich, das ist so dermaßen verschwitzt. Ich weiß nicht, wie viele Runden man spielen muss, um irgendwie runtergerankt zu werden, damit du wirklich, sag ich mal, gegen Leute spielst, wo du auch eine Chance hast. Aber ich bin hier wirklich gerade um mein Leben am Schwitzen. Also ich weiß, für den einen oder anderen mag sein, es sieht nicht danach aus, ja. Das sind dann wahrscheinlich die Consolero-Spiele mit einem Smurf-Controller. Box sie doch weg! Für den mit dem Smurf-Controller und Aim Assist durchgespielt bis zum geht nicht mehr, ja. Das gibt's nicht, ey. Aber wie gesagt, ich gebe mir wirklich Mühe. Also ich versuche, stets bemüht zu sein. Ja klar, warum denn auch nicht, Bro? Ja, da ist die neue Kampfdrohne. Geil, lieben wir. Guckt es euch an.
Also wie schon gesagt, ich versuche mir wirklich Mühe zu geben und versuche eine geile, heiße Runde zu drehen, denn ich bin heute aufgestanden mit einer verdammt geilen Laune. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Laune. Nein, der klaut mir mein... Oh, das tut so weh, wenn meinem das passiert. Oh, der hat mir die Abschuss-Kill-Gedöns-Kacke geklaut. Ich schieße aber auch immer auf den Bauch, ich Idiot, ne? Ich muss mal anfangen, auf den Kopf zu schießen. Machen wir jetzt. Ich schieße jetzt nur noch auf den Kopf. Der stirbt nicht! Wieso stirbt? Ah, das ist ein Juggernaut. Oh, ist das ein Juggernaut? Da, habt ihr gesehen? Der ist nicht draufgegangen. Der ist... Okay. Alles klar, Bruder. Jetzt mache ich aber ernst. Ich gebe mir Mühe und... Ein paar Sekunden später... Ja, dieses Bombending, das macht mich so kirre. Oh, was ist das denn bitte schön für eine blöde Drohne? Okay, alles klar. Es liegt an der Map. Safe Call liegt an der Map. Andere Map. Skydraw. Und ich sag's dir, ich werde um mein Leben schießen. Und jetzt gehen wir erstmal zum ersten Oldschool-Camper-Spot. Ja, jeder OG kennt's, er war hier. Wie du hier abgecampt hast, wie so ein richtiger Berserker. Hier und hier. Von da sind sie mal gekommen. Wir warten. Wir warten. Ganz entspannt. Es wird jemand kommen. Safe Call. Wir warten. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Scheiß drauf, Digga. Weiter geht's. Ah, genau in dem Moment kommt einer. Hallo. Junge, der hat einfach schon einen Power Ranger Anzug an. Warum hatte der schon einen Power Ranger Anzug an? Was soll das? Das Game ist gerade erst draußen. Es ist eine Beta und der hat schon einen Power Ranger Anzug. WTF, Bro. Battle Pass, durch. Nein, es lag definitiv nur an der Map, weil die Map so klein war. Glaubt es mir. Lag da einer auf dem Boden? Ich bin so ein Dummkopf, Junge. Ich bin so schlecht. Seht ihr, wie schlecht ich spiele, Leute? Ich spiele Katastrophe. Warum? Wo sind diese ganzen Kinderlobbys? Hallo? I'm under the water. Please help me. 10 auf der Minimap. Ach, und es war ohne Spaß, Freunde, ne? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also, bitte schreibt's vernünftig korrekt in die Kommentare rein. Bitte. Wie sind bei euch die Lobbys? Sind die bei euch auch so verschwitzt oder kommt es nur mir so vor oder bin ich wirklich so schlecht? Und bitte Leute, korrekte, konstruktive Kritik. Schreibt bitte ehrlich auf korrekt. Nicht irgendwie so, ah, du bist ein alter Dack, sondern wirklich mit Liebe, vernünftig. Damit kann ich arbeiten, der Rest wird eh gebannt von mir. Guck mal, nix, nix. Oh, das ist unfassbar. Ich hab da war ich getroffen, ne? Junge, ich bin einfach am Campen, das triggert mich. Ich will nicht campen, ich bin ein Rusher. Glaubt es mir, ich bin ein Rusher, ich bin kein Camper. Oh Mann, aber ich brauche jetzt wenigstens mal irgendwie so 1, 2, 3 Kills oder so. Kommt da einer jetzt hier durch oder nicht? Weißt du, ich habe vorhin angegeben mit diesem Spot, der ist so geil, aber... irgendwie... Da habt ihr es gesehen! Was denn, Bruder? Es liegt an der Waffe, Safe Call. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Waffe. So. Ja, ist klar, Bruder. Ich werde dir so auseinandergenommen, ne? Es ist unfassbar. Ich werde dir so zerberstet, ne? Bruder, das tut so weh. Ja, das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist COD. Du hast die Sweater-Lobbys der Nation. Ich meine, klar, ne, wenn ich jetzt 2-3 Tage lang diesen Bot spielen würde, wagt es nicht, das zu schreiben, dann würde ich, glaube ich, echt gegen NPCs spielen. Aber aktueller Stand... Junge, 4 Schüsse, 4 Treffer. Ich brauche 10 und die sterben nicht. Da oben steht's ja. Wow. Hi Bob. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, ob es bei PC dann allgemein ist. Ja, klar, von 2 Meter mit einer Rakete. Guck mal, von 2 Meter mit einem Raketenwerfer auf mich drauf.
Der springt sich selber mit in die Luft, der Kamikaze-Fahrer. Unfassbar. Ah, ich liebe COD. Ich will mein altes COD wieder haben. Also ich komme irgendwie nicht darauf. Ey, ich hab gerade mal. Oh. Wo ist SBMM? Da ist ein Power Ranger Team. Hä? Wo ist SBMM? Wo? Was? Wie? Was? Woher? Woher? Naja, egal. Okay, komm. Ich will nicht meckern. Wie gesagt, bleiben wir mal eine Minute ernst. Auf jeden Fall, bei mir ist echt das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ich nur noch Sweater-Lobbys habe. Ich spiele das Game jetzt schon seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen. Ja, ich meine, ich habe davor 8 Monate lang keinen COD mehr gespielt. Bin jetzt 3 Tage am Start und ich schwitze auf jeden Fall. Also ich versuche mir Mühe zu geben, ja. Bedenkt bitte, ich bin ein alter Mann. Ich bin 34. Wer hätte das gedacht? Ich habe mit 18 oder mit 19 mein erstes COD gespielt. Ja, und jetzt stehen wir hier. Es tut weh. Es tut weh, schlechter zu werden. Ich will es nicht wahrhaben. Aber ich bin eigentlich gut. Ihr kennt, oder einige von euch kennen meine alten... Einige von euch kennen vielleicht meine alten COD-Videos, also meine MW2 2022-Videos. Ja, ich hab rasiert. Guck mal, wie viel ich... Was, Bruder? Das gibt's doch gar nicht. Gefühlt 35 Schüsse. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Schüsse ich brauche. Ja, du Flamingo-Tänzer da hinten. Ja, Flamingo-Tänzer. Ich bin nicht schlecht in COD. Ich bin gut. Ich habe in MW2 habe ich so dermaßen rasiert und dominiert. Ich hatte eine Challenge. Ich war MVP overall. Und jetzt hier, ich krieg nur was auf den Dötz. Du hast hier Jumper, Junge. Die haben das Spiel, die haben diesen Film Jumper entwickelt oder so. Erfunden. Das ist so crazy. Wirklich. Da ist kein NPC dabei. Da ist nichts Gemischtes dabei. Du hast nur die Hardcore-Sweater oder irgendwelche Leute, die ein bisschen so verpeilt sind. Ja, okay. Dich hol ich mir! Ja! Bam! In your face, bitch! I love it. Huhu, ich liebe diese Abschussserie, ist so cool, ne? Diese Killcam. Also diesen Ultimate Finisher. Finisher. Ich liebe diesen Finisher. So, das war's. Aber so, ja, guck mal. 2 Treffer. So, piu piu. Erstmal schön die Nate auf Football spielen und dann, guck mal jetzt hier. Pop, pop. Du bist es, Bruder. Du bist es. Ach, es frustriert mich. Na, 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 na. Na, 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 na. My Shirona. Na, 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 na. Na, 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 na. My Shirona. Junge, der hat alles schon, der Typ. Der hat einfach alles. Wir sind in einer Beta. Und wie viel COD willst du spielen? Ja, Bruder. Für Fortnite. Au, 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 au. Johnny bit me. Ah, da ist dieser Power Ranger. Ich hau ihn auf die Fresse. Mann. Das gibt's. Ach, scheiß drauf. Ohne Scheiß, scheiß drauf, Digga. Alte, für einen Tag gehört dir. Ja, was soll ich sagen? Das soll es auch schon gewesen sein. Es bricht mich einfach. Ich meine, klar, ich bin nicht der beste Spieler, ja, aber ich bin auch nicht so ein Scheißspieler, verdammt. Auch wenn ich so Asbach alt bin. Ich bin mit COD, mit Shooter Games groß geworden. Ich raff es einfach nicht. Warum ist es so heftig? Egal, was ich mache, ich bin frisch drinne. Ich werde so auseinandergenommen von den größten Sweatern, von den E-Sportlern der Nation. Oh, es tut einfach nur weh. Aber ja, das ist Activision 2023. Dank den neuen Special zusätzlichen Eintragungen bezüglich SBMM und Patente da. Also ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Ich weiß es nicht. Wo bleibt dieser Spielspaß? Das größte Problem, was du echt hast, ist einfach der. In der heutigen Zeit hast du diesen Fun-Faktor irgendwann mal. Der ist so und irgendwann ist er einfach gerade. Es wird nicht besser, es wird nicht schlechter, es ist einfach konstant vom Gefühl her immer dasselbe Gameplay. Ja, damals zu den alten COD-Zeiten, ich glaube, hier sind einige dabei. Ja, schreibt es in den Kommentaren rein, bitte, wer zu diesen geilen Oldschool-Spielern gehört. Ja, früher war das vom Gefühl her hoch runter. Du hattest eine Scheißrunde, du hattest eine gute Runde, eine Scheißrunde, eine gute Runde. Und es war konstant auf, ab, in der heutigen Zeit einfach nur gerade, Game over. Es ist fürchterlich, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob ich mich so anstelle oder wie auch immer. Keine Ahnung. Schreibt mal bitte in eure Kom oder in die Kommentare rein, wie eure Meinung dazu ist. Fühlt ihr das neue Spielsystem oder fühlt ihr allgemein das Spielsystem von Activision mit dem SBMM, mit den Lobbys, dass ihr irgendwie gefühlt nur noch in Schweizer Lobbys reinkommt? Wie sieht's bei euch aus? Also gerne mal reingehauen und ja, wer mag, ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Würde mich mega freuen. Kostet euch nichts. Für mich, ja, ist es gefühlt die Welt. Nein, aber ihr wisst, ne? Calling Creator, hier lässt mal Abo da, dies, das, pipapup. So, wenn ihr Bock habt auf mehr Content, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, Kuss geht raus.